Herzlich willkommen beim Infoabend des Islamischen Informationsservice. Das heutige Thema ist das Grundgesetz und die Muslime. Sind die Muslime dem Grundgesetz unterworfen? Sowohl Teile der Mehrheitsgesellschaft als auch zum Teil Muslime werfen immer wieder diese Frage auf. Ja, so vertreten die Beschützer des Abendlandes, auch die Muslime, sind dem Grundgesetz unterworfen. Ja, die Muslime müssen sich sogar explizit zum Grundgesetz bekennen. Moscheen, die sich nicht explizit zum Grundgesetz bekennen, müssen geschlossen werden. Auf der anderen Seite hört man zum Teil von Muslimen: Ich bin Muslim. Und ich bin nur Gott unterworfen. Und daher auch nur Gottes Gesetz. Das Grundgesetz ist für mich, wenn überhaupt, allenfalls nachrangig verpflichtend. Wenn man dann mal einzelne Fragen betrachtet, wird die Gemengelage noch viel unklarer. So hat auch die CDU/CSU jahrelang vertreten, es sei mit dem Neutralitätsgebot, dem Grundgesetz und unserer Verfassung nicht vereinbar, wenn Lehrerinnen im Unterricht Kopftuch tragen. So, was hat jetzt das Bundesverfassungsgericht, Hüter der Verfassung, Hüter unseres Grundgesetzes, im letzten Jahr endgültig entschieden? Es verstößt gegen unser Grundgesetz, es verstößt gegen unsere Verfassung, Lehrerinnen pauschal zu verbieten, das Kopftuch zu tragen. Um mehr Klarheit in diese Gemengelage zu bekommen, haben wir heute unseren Referenten, Rechtsanwalt Said Bakan, eingeladen. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung. Said Bakan ist Rechtsanwalt in Frankfurt am Main, Vorsitzender der Deutsch-Marokkanischen Juristenvereinigung und er ist beim Zentralrat der Muslime in Deutschland. Beauftragter? Für Recht. Gut. Es ist so geplant, dass wir eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde den Vortrag von Said Bakan hören. Dann haben wir ungefähr eine halbe Stunde für Fragen. Und danach möchten wir Sie gerne zu Kaffee und Kuchen einladen. Dann übergebe ich das Wort an Said Bakan. Ja, vielen Dank. Assalamu alaikum und guten Abend allerseits. Wie schon Munir angedeutet, die Islamdebatte um das Grundgesetz und die Muslime ist ja immer wieder sozusagen tagesaktuell, also praktisch jeden Tag. Insofern habe ich mir gedacht, dass ich das Thema mal in den Fokus setze und aus beiden Blickwinkeln versuche, das zu betrachten. Wohlweislich, dass ich sowohl den Extremen auf der einen Seite als auch den Extremen auf der anderen Seite das Ganze nicht so ohne weiteres mit einer kleinen Präsentation schmackhaft machen werde, sondern das bedarf wahrscheinlich noch intensiver Diskussionen und Gespräche. Mein Thema habe ich versucht, ein Stück weit so aufzugliedern, dass sowohl diejenigen, die sozusagen einen etwas muslimischen Hintergrund haben und ein paar Begrifflichkeiten kennen, dass dem folgen können, aber auch die Nicht-Juristen. Insofern werde ich dann immer jeweils ein paar einleitende Gedanken zum Grundgesetz und auch später dann zum islamischen Recht sagen. Zunächst aber der Überblick zum Grundgesetz, dann die Frage des Verhältnisses des Grundgesetzes zur Religion insgesamt. Was sagt denn überhaupt das Grundgesetz, wie das Grundgesetz zu Religionen sich verhält und was dürfen Religionen im Rahmen des Grundgesetzes überhaupt? Dann, wie schon erwähnt, ein paar Grundlagen des islamischen Rechts in Bezug auf meinen Vortrag, also das, was relevant ist, und eigentlich nur eine Frage, deswegen wird die Gemengelage wahrscheinlich noch ein bisschen aufrechterhalten. Letztlich nur eine Frage versuche ich zu beantworten, nämlich sind die Muslime der Verfassung verpflichtet. Ich habe jetzt mal das Wort Akzeptanz genommen, um nicht weder in die eine noch in die andere Richtung
ein Präjudiz zu geben. Wenn noch Zeit ist, vielleicht noch ein Beispiel zur Frage der Demokratie. Das wird ja auch immer wieder aufgeworfen. Der Islam sei ja eigentlich mit der Demokratie unverträglich, und andere, die das auch unterstützen und sagen, ja stimmt, wir wollen ein Kalifat. Insofern, wenn wir da noch Zeit haben, kann ich das gerne nochmal anbringen. Zunächst mal ein kleiner Überblick über das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist durch den Parlamentarischen Rat konzipiert worden und letztlich auch beschlossen worden, und nach Genehmigung der alliierten Streitkräfte wurde es dann im Mai 1949, letztlich am 23. Mai ist es in Kraft getreten. Ursprünglich, das muss man vielleicht wissen, galt es eigentlich nur als Übergang, weil der Ostteil, wo die damalige Sowjetunion die Macht hatte, Deutschlands noch nicht involviert war. Interessanterweise haben sich die Bayern, das kennen wir ja heutzutage immer noch, seinerzeit auch übrigens dagegen gestellt, gegen die Fassung des Grundgesetzes, weil sie Angst hatten, dass alles an den Bund geht. Das Grundgesetz ist so konzipiert, dass es eine Präambel, in der übrigens auch die Verantwortung vor Gott erwähnt wird, und vor der Wiedervereinigung war das sozusagen der tragende Aspekt. Mittlerweile ist ja die Wiedervereinigung Gott sei Dank erfolgt, insofern nicht mehr relevant. Ganz wichtiger Aspekt natürlich die Grundrechte, die im Wesentlichen Artikel 1 und 19, und dann gibt es noch ein paar weitere bei den Hundertern, grundrechtsgleiche Rechte, und dann wie der Staat organisiert ist, also Bundesregierung, wie Gesetze erlassen werden, wer vom Bund was machen darf. Das sind die Fragen. Ich werde nicht auf die einzelnen Grundrechte eingehen und auch nicht auf das Staatsorganisationsrecht. Die Grundrechte sind erst einmal, regeln sie das Verhältnis zwischen dem Bürger und dem Staat. Sie sind Abwehrrechte, also der Staat soll nicht in meine Rechte eingreifen können, deswegen Abwehrrechte. Sie sind aber auch, für den Staat hat er gewisse Schutzpflichten, also er muss zum Beispiel das Leben schützen. Und der Staat garantiert auch bestimmte institutionelle Einrichtungen, also Ehe und Familie schützt er ganz besonders. Die Presse schützt er ganz besonders, das sind die sogenannten Einrichtungsgarantien. Und dann ist es aber auch so, dass die Grundrechte nicht nur im Verhältnis vom Staat und Bürger gelten, sondern auch, das ist in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts am Ende so entschieden worden, in den Ende der 50er Jahre, es ist eine objektive Werteordnung. Das heißt, die Grundrechte strahlen in das gesamte Recht hinein, also dann am Ende auch in den privaten Bereich. Da gilt dann die sogenannte mittelbare Drittwirkung von Grundrechten. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden wegen seiner Religion nicht einstelle, dann wird das sozusagen auch dort berücksichtigt, dass da die Religionsfreiheit mit einer Rolle spielt. Das Grundgesetz hat natürlich einen Vorrang gegenüber allem Recht, also allem nationalen Recht, und wird auch ist von den Gerichten sozusagen immer mitzudenken, bestenfalls, und insofern müssen auch die Gesetze immer verfassungskonform ausgelegt werden. Moni hat es schon erwähnt, über die Verfassungskonformität wacht das Bundesverfassungsgericht. Interessant ist natürlich immer wieder die Frage, dass oder die Behauptung, über dem Grundgesetz darf nichts stehen. Das stimmt so ganz nicht. Es steht nämlich schon etwas drüber, nämlich europäisches Recht. Also das ist so eine Pyramide. Da sieht man Kommunalrecht dann auf der Landesebene. Auch Hessen hat eine Landesverfassung, wie alle anderen Bundesländer auch. Dann gibt es die Gesetze auf Bundesebene, wozu auch sozusagen die völkerrechtlichen Verträge, die dann als Bundesgesetze verfasst werden, und dann das Grundgesetz. Und oben drüber ist tatsächlich das europäische Recht. Das heißt, am Ende steht doch was über dem Grundgesetz. Wie ist jetzt das Verhältnis des Grundgesetzes zur Religion? Und dann wird sich dann auch zeigen, ob diese ganzen Behauptungen der Tagespresse und von Politikern überhaupt stichhaltig sind und ob das Grundgesetz nicht doch
den Religionen einen sehr weiten Spielraum einräumt. Also zum Beispiel bei der Frage, die Religion XY darf nicht sagen, sie ist die allein wahrhafte Religion. Ja. Wird immer wieder gesagt, dass alle Religionen gleich sind. Natürlich sind sie gleich, aber darf denn jemand sagen, meine Religion ist die richtige und alle anderen sind es halt nicht? Da werden wir mal einen Blick drauf werfen, ob da das Grundgesetz uns ein Stück weit Antworten gibt. Und den Extremen auf der anderen Seite vielleicht auch aufzeigen können, dass sie eigentlich mit dieser Argumentation gegen die Verfassung argumentieren. Wie gesagt, die Frage wird immer aufgeworfen, ist der Islam mit dem Grundgesetz vereinbar? Man kann gleich fragen, muss der Islam überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar sein? Und Ausgangspunkt ist dann hier Artikel 4 des Grundgesetzes. Der regelt nämlich, dass jeder Einzelne sozusagen entscheiden kann, ob er überhaupt einen Glauben hat, haben möchte und wenn ja, welchen. Gleichzeitig ist es aber auch den Glaubensgemeinschaften sozusagen offen gelassen, wie und welcher Inhalt ihr Bekenntnis haben soll und welche Verhaltensanforderungen sich daraus ergeben. Wir kommen natürlich auf die Einschränkungen später zu sprechen. Natürlich können die Religionsgemeinschaften nicht jegliches Verhalten sozusagen durchsetzen. Aber prinzipiell ist das erstmal der Grundsatz. Wichtig ist auch, das hatte ich vorhin versucht schon anzudeuten, dass auch der Wahrheitsanspruch gedeckt ist von Artikel 4. Das heißt, ich kann sagen, meine Religion ist die richtige und die andere Religion ist die falsche. Das ist von Artikel 4 gedeckt. Der Staat auf der anderen Seite, der hält sich da raus. Also er hat eine weltanschaulich-religiöse Neutralität. Er sagt, ihr könnt sagen, meine Religion ist die richtige, ich halte mich daraus, ich beurteile das nicht. Ich bin nicht sozusagen der Oberlehrer, der sagt, also die passt mir besser und die ist nicht so nach meinem Geschmack. Der Staat hat sogar eine Schutzpflicht gegenüber der Religionsfreiheit. Das heißt, er muss die Religionsfreiheit sozusagen verteidigen, und zwar auch dann, wenn es gegen die eigenen Wertvorstellungen geht. Zu den Grenzen, wie gesagt, kommen wir dann später. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich kenne das hier jetzt nicht mit dem Apple. So. Ich habe Ihnen mal zwei, es sind dann am Ende drei Zitate rausgenommen, und die bringen es eigentlich letztlich so ein Stück weit auf den Punkt. Also keine Religionsgemeinschaft muss sozusagen mit den demokratischen Grundsätzen irgendwie vereinbar sein oder sich an irgendeine Staatsverfassung Deutschlands, Frankreichs oder was auch immer, nach dem deutschen Verständnis der Religionsfreiheit natürlich, kompatibel sein. Kein Glaube muss auch mit dem Grundgesetz vereinbar sein. Wie gesagt, also da wäre sowohl der katholische Glaube als auch der muslimische Glaube längst sozusagen dem Verbot anheimgefallen. Aber die Religionsfreiheit erlaubt es sozusagen, oder das Grundgesetz erlaubt es, dass man nicht mit dem Grundgesetz kompatibel sein kann. Und das hat nicht irgendwer gesagt, sondern ein ehemaliger Bundesverfassungsrichter, Dieter Grimm, erst vor kurzem in einem Zeitungsartikel. Ich habe versucht, das jetzt mal unjuristisch zu halten, sodass Sie das auch eventuell nachschlagen können. Und ein weiteres Zitat ist in dieselbe Richtung, also weder Bibel noch Koran sind letztlich mit dem Grundgesetz kompatibel. Das muss man einfach so akzeptieren und das Grundgesetz erlaubt es auch. Ja, weil wenn es so wäre, dann müsste tatsächlich irgendeine staatliche Stelle das ja prüfen und sagen, also jetzt muss ich mal gucken, ob jetzt wirklich hier dein Buch mit meinem Grundgesetz oder mit dem Grundgesetz kompatibel ist. Aber der Staat hält sich da komplett raus. Und ganz wichtig hier bei dem Zitat ist tatsächlich, die Religionen oder Religionsgemeinschaften, sie sind nicht diejenigen, die geltendes Recht
erlassen, sondern das ist nur sozusagen innerhalb der Religionsgemeinschaft und auch da mit Einschränkungen, da kommen wir dann später dazu, aber relativ weit. Es ist ein sehr berühmter Islamwissenschaftler, der immer kluge Sachen sagt und unter anderem auch dieses. Das Verständnis des Staates von Religion und das Verhältnis zu den Religionen ist so, dass es keinen strikten Laizismus oder einen strikten Säkularismus in Deutschland gibt, sondern das ist eine offene, die Religion eher fördernde Kooperation fast schon. Und das Bundesverfassungsgericht hatte sogar tatsächlich so gesagt in einem Urteil, es ist eine wechselseitige Zugewandtheit und Kooperation. Das heißt aber nicht, also die Religionsgemeinschaften können sich sozusagen auf diese Kooperation einlassen, können es aber auch sein lassen. Also der Staat sagt, du als Religionsgemeinschaft kannst islamischen Religionsunterricht anbieten, wenn die Voraussetzungen natürlich erfüllt sind, also man ist Körperschaft öffentlichen Rechts, dann kann man sagen, nee, ich verzichte darauf, möchte ich nicht. Ja? Genauso auch die katholische oder die evangelische Kirche. Auf gar keinen Fall darf der Staat den Glauben oder die Lehre irgendwie bewerten oder sich anmaßen zu sagen, das ist jetzt nicht so, weil bei einer anderen Lesart des Islams da ist das doch so zu verstehen und nicht so. Er muss sich da komplett raushalten. Also er bewertet die Religion nicht. Er darf es gar nicht. Ein ganz wichtiger Aspekt, der auch, wie gesagt, bei der Diskussion, wenn die Frage auftaucht, der Islam ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar oder der Islam muss reformiert werden, damit er mit dem Grundgesetz vereinbar ist, immer wieder auftaucht, ist, also er muss letztlich irgendwie gegenüber dem Staat sich loyal zeigen und nach unseren Werten sozusagen sich anpassen, also zugeschnitten. Das stimmt so nicht. Keine Religion muss irgendwie staatsloyal oder staatstreu sein. Das Einzige, was jede Religionsgemeinschaft, und das ist dann ausnahmslos, nicht nur jede Religionsgemeinschaft, sondern jeder Bürger und jeder Mensch, der hier lebt, rechtstreu sein. Er muss rechtstreu sein. Und die Religionen und die Religionsgemeinschaften müssen sich an geltendes Recht halten. Und da beginnt dann so ein Stück weit der Konflikt. Aber auch da ist es so, dass die Religionsgemeinschaften ein Stück weit einen größeren Spielraum haben. Wichtig ist, dass die Religionsgemeinschaften nicht gegen fundamentale Verfassungsprinzipien, Demokratie, Rechtsstaat verstoßen oder in Grundrechte von Dritten eingreifen. Ja? Da ist sozusagen dann die Grenze. Oder insgesamt die Religionsfreiheit gefährden. Also aus dem Anspruch, dem Wahrheitsanspruch, dass meine Religion die einzige ist, darf ich dann natürlich nicht hingehen und die anderen Religionen sozusagen irgendwie angreifen, also jetzt physisch oder attackieren, sodass sie ihre Religionsfreiheit nicht mehr ausüben können. Das wäre eine Gefahr der Religionsfreiheit. Ja. Das hatten wir alles im Mittelalter in Europa. Das ist genau das, was die Grenze darstellt. Grundrechte Dritter, Verfassungsprinzipien und die Religionsfreiheit an sich. Es darf sozusagen nicht aus der Weite des Handlungsspielraums dann die Religionsfreiheit selber in Gefahr gebracht werden. Auch sehr wichtig ist, selbst bei der Rechtstreue, also dass eine Religionsgemeinschaft oder die Religion rechtstreu sich am Ende verhalten muss, wird es nicht an dem Glauben festgemacht, sondern an dem Verhalten. Das heißt, wenn innerhalb eines Glaubens eine Vorschrift existiert, die gegen die Verfassung verstößt, ist das erst einmal kein Verstoß gegen die Rechtstreue, sondern erst dann, wenn es sozusagen nach außen tritt. Wenn man das umsetzt, dann geht das nicht. Also nicht an dem Glauben, sondern an dem Verhalten der Religionsgemeinschaft wird das gemessen. Ja?
Weil auch da muss man sich ja die Frage stellen, wie müsste das denn der Staat machen? Also er müsste ja dann tatsächlich sagen, also die Stelle müsst ihr dann bitte streichen, weil so geht das nicht. Und da würde ich sagen, streifen wir den ersten Halbsatz. Das macht er nicht. Innerhalb des Glaubens ist es okay, außerhalb des Glaubens, wenn es nach außen tritt, ist es sozusagen ein Indiz oder ein Beweis für die eben nicht Rechtstreue. Und hier komme ich dann zu einem Beispiel, was es gut veranschaulicht, bis wohin es geht. Und nichtsdestotrotz hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, diese Religionsgemeinschaft darf als Religionsgemeinschaft erstens anerkannt werden und das fällt unter die Religionsfreiheit, also was die sagen. Die Zeugen Jehovas haben einen Antrag gestellt auf Anerkennung der Körperschaft des öffentlichen Rechts, wurde über alle Instanzen abgewiesen, aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nee, so geht das nicht. Die Gründe der Vorinstanzen bzw. der Fachgerichte war, dass sie gesagt haben, wenn jemand sagt, also den Staat, das ist ein Satansstaat, ja, also das ist ein wie haben die es genannt, Bestandteil der Welt Satans, das ist erstmal nicht schlimm. Solange sie formal den Staat sozusagen anerkennen und als Übergang, selbst als Übergangslösung zu einer nicht weltlichen Sphäre anerkennen, reicht das aus. Und es hat auch für das Bundesverfassungsgericht auch keine Rolle gespielt, dass die Zeugen Jehovas gesagt haben, also aus religiösen Gründen beteiligen wir uns an demokratischen Wahlen nicht. Das verbietet unser Glaube, machen wir nicht. Und trotzdem hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist noch okay. Das hat noch nicht den Rahmen verlassen, dass jetzt die Religionsfreiheit sozusagen oder die Rechtstreue vielmehr dadurch tangiert ist. Also wir sehen jetzt, dass die Religionsfreiheit einen sehr weiten Spielraum den Religionen eingesteht und diesen Spielraum dürfen die Religionsgemeinschaften nutzen und das, was sozusagen von der rechten Seite immer wieder posaunt wird, ist letztlich mangelndes Verständnis auch der Verfassung selber, entweder bewusst oder unbewusst. Ja, bei manchen ist es schon bewusst, die wissen ganz genau, bis wohin das gehen darf, gerade bei den eher konservativeren, weil die ja auch mit diesen Problematiken teilweise beschäftigt waren oder sind, aber manche schlicht Unkenntnis der eigenen Verfassung, mit der sie argumentieren, dass die Muslime sie doch endlich mal akzeptieren und endlich nach der Verfassung leben sollen, da muss man denen vielleicht mal ab und an mal sagen, also guckt doch mal, was vielleicht in der Verfassung ist und was sie überhaupt erlaubt, um dann solche Forderungen zu stellen. Jetzt komme ich zu dem anderen Aspekt, also wir waren jetzt auf der Seite der eher rechtslastigeren Argumentationsmuster und haben uns die Religionsfreiheit angeschaut. Und jetzt werden wir uns mal dem islamischen Part widmen. Da werde ich jetzt ein bisschen mehr ausholen bei den Grundlagen des islamischen Rechts für meine spätere Argumentation, warum eventuell die Muslime verpflichtet sein müssten, die Verfassung bzw. das Grundgesetz zu akzeptieren. Was ist überhaupt das islamische Recht? Also es geistert ja immer wieder dann der Begriff der Scharia durch den Raum, ohne jetzt zu wissen, was das ist. Ich komme dann dazu, dass ich den Begriff dann gar nicht mehr verwende, weil der so belastet ist und zwar auch da wieder teilweise sehr bewusst und teilweise wirklich unbewusst, weil die Assoziationen kommen natürlich relativ schnell hoch in eine Richtung. Und, aber übrigens auch bei den Muslimen, es ist jetzt nicht so, dass nicht nur die Nicht-Muslime sozusagen dann immer als erstes daran denken, sondern auch teilweise bei den Muslimen. Insofern versuche ich das mal prägnant ein bisschen auseinander zu dröseln, dass es verständlich ist. Sprachlich heißt es letztlich der Weg zur Tränke oder zur Wasserquelle, also zu etwas, was eine Quelle darstellt. Quelle des Wissens, Quelle des allumfassenden Wissens, wie man es dann interpretieren möchte. Wichtig ist, dass die Scharia ein Normensystem ist. Es ist weder ein Buch, noch ist das Recht, nur Recht in unserem weltlichen deutschen
juristischen Verständnis, es ist ein Normensystem. Ja? Das heißt, es enthält auch mehr als nur Recht. Es ist mehr als Recht. Jetzt geht es nicht weiter, oder doch? Ja. Nein, das war zu viel. Wichtig ist, dass nur sehr wenige Aspekte eigentlich so einen normativen Charakter, wo es halt einen eher rechtlich bindenden Charakter hat. Alles andere ist relativ weit und offen und ist eben kein normativer rechtlicher Aspekt. Die Scharia hat unterschiedliche Ebenen, die sie regeln will. Also ich nenne es jetzt ab sofort, hoffentlich halte ich das durch, Normenlehre. Ja, also die Normenlehre. Einerseits will es die Beziehung des Menschen zu Allah regeln oder regelt sie. Auf der anderen Seite soll die Beziehung des einzelnen Menschen zu sich selber regeln, zu seinem Nafs, zu seinem Inneren. Und auf der dritten Ebene, und das ist eigentlich die Ebene, wo das Recht sich überhaupt nur abspielen kann, ja, die Beziehung der Menschen untereinander. Also nur diese Ebene ist letztlich normativ überhaupt erfassbar. Es gibt Zwecke, die diese Normenlehre verfolgt und Rechtsgüter, die sie schützen sollen. Das haben die Gelehrten sozusagen abstrahiert und dann abgeleitet aus den Textquellen, die in dem Fall der Koran sind, und die zweite Textquelle ist ja die Sunna, also die Handlungen oder die stillschweigende Akzeptanz des Propheten von bestimmten Handlungen. Und hier haben sich fünf zwingend notwendige Rechtsgüter, die sozusagen unerlässlich sind, damit ein Leben auf allen Ebenen der Normenlehre möglich ist. Das ist so die Ableitung und die Zusammenfassung. Natürlich wird heutzutage das auch ein Stück weit erweitert, aber das soll uns jetzt hier nicht weiter interessieren. Die sogenannten Maqasid und Schutzgüter, das ist einmal die Religion, dann ein würdevolles Leben, der Verstand, also der Intellekt, die Abstammung und Nachkommenschaft, also dass jemand weiß, von wem er abstammt, und das Eigentum. Das sind die fünf sogenannten Daruriyat al-Khams. Die sind essentiell, um ein Leben sozusagen aufrechterhalten zu können und im Sinne dieser Normlehre. Diese fünf Aspekte, Zwecke sind bei der Frage auch später, die wir dann behandeln werden, inwieweit die Muslime eventuell verpflichtet sein könnten oder müssten, dem Grundgesetz verpflichtet zu sein, würden da auch eine Rolle spielen, weil sie mitgedacht werden. Und ich komme noch zu einem über diesen fünf allgemeineren, stärkeren, allzeitig sozusagen seit der Entstehung Adams bis zum Ende der Welt gültigen Prinzip, und es ist das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit oder der Gerechtigkeit insgesamt. Ja. Um das nochmal zu veranschaulichen, was wir jetzt hier als islamische Normlehre versucht haben, mit ein paar Worten darzustellen, jetzt mal ein bisschen visuell, dann ist es vielleicht ein bisschen praktischer. Also wir haben drei Ebenen. Einmal die Glaubensnormen, das ist die Ebene Beziehung zu Gott. Dann haben wir die Norm der Moral und Ethik, ja, Akhlaq, das ist die Beziehung des Menschen zu sich selber, also ob jemand ehrlich, treu, demütig und so weiter ist. Und dann haben wir den Bereich der praktischen Norm, das ist der Bereich der Mu'amalat. Ja? Und das ist eigentlich der Bereich, der, wenn überhaupt, ein Konfliktpotenzial darstellen kann zu der vorhin genannten Rechtstreue. Ja? Und zwar auch da, meines Erachtens, in nur einem ganz winzigen kleinen Teil und von beiden Seiten so hochgebauschten und absolut fast schon wahnsinnigen Ausmaß, den ich nicht verstehen kann. Und der unterteilt sich dann in den
wiederum in den Ibadat. Auch da gibt es keinen Konflikt. Der Staat sagt nicht, wie ich mein Gebet, meine Pilgerfahrt oder mein Fasten oder was auch immer verrichte. Und nur der relativ kleinere Teil ist der Bereich, wo es um die zwischenmenschlichen Beziehungen geht, um das zwischenmenschliche Verhalten. Und auch da gibt es nur einen kleineren Bereich, wo es Konfliktpotenzial gibt. Also ich nehme jetzt mal das Handelsrecht raus. Das Handelsrecht, das Zinsverbot, ja. Wenn ich jetzt einen Vertrag aufsetze und sage, also ich als Muslim möchte jetzt keine Zinsen nehmen, ist mir unbenommen, so einen Vertrag abzuschließen. Da sagt das deutsche Recht nicht, schreibt mir nicht vor, nein, du musst jetzt aber Zinsen. Natürlich ist die reale Welt dann wieder eine andere, dass die Menschen vielleicht doch gezwungen werden, sich darauf einzulassen. Das ist aber ein anderer Aspekt, hat mit dem Recht nichts zu tun. Dann gibt es natürlich beim Erbrecht, beim Familienrecht und beim Strafrecht die Problematiken, wo es einen Konflikt gibt und geben kann. Aber selbst da, und das versuche ich ja gerade darzustellen, wird es hochgebauscht. Also wenn wir jetzt das Beispiel Erbrecht nehmen, nach islamischem Recht ist es so, dass die Frau die Hälfte des Mannes dann erbt. Es gibt viele Konstellationen, wo es unter Umständen so sein kann, dass die Frau dann am Ende mehr bekommt. Aber wir bleiben jetzt bei dem Grundkonzept. Ich frage mich bei den Muslimen, die permanent sagen, also das sollte umgesetzt werden, sollte umgesetzt werden. Ist denn überhaupt so viel Vermögen bei den Muslimen in Deutschland da, dass man sich überhaupt diese Gedanken stellt? Also es ist doch ein bisschen, ehrlich gesagt, an der Realität vorbei, wenn jemand, der von Hartz IV lebt, sagt, ich möchte aber hier das Erbrecht angewandt wissen. Was soll denn die Frau erben? Worüber soll man sich denn streiten? Ja? Genauso wie mit dem Familien- oder Strafrecht. Beim Familienrecht ist zum Beispiel so, dass auch das deutsche Recht es in den vermögensrechtlichen Teilen es immer möglich ist, durch eine Vereinbarung das zu regeln. Sei es Unterhalt, sei es irgendwelche Streitigkeiten um den Hausrat. Diese Sachen kann man auch nach deutschem Recht unabhängig vom islamischen Recht regeln. Also das heißt, auch da fällt ein großer Teil weg, ja? Und auch beim Strafrecht. Also wenn jetzt jemand sagt, die drakonischen Strafen sollen jetzt angewandt werden, ja, für ihn als Muslim, als Individuum, ist es doch so, dass er nur einmal betroffen sein kann, und zwar dann, wenn er Opfer ist und nicht, wenn er Täter ist. Das heißt, wenn er kein Täter ist, dann ist es für ihn auch nicht relevant, egal ob es deutsches oder chinesisches oder eben islamisches Strafrecht ist. Ja. Also ich denke, da wird viel sozusagen, es wird größer gemacht, als es ist, das Problem. Nichtsdestotrotz gibt es einen Konflikt, den kann man auch gar nicht irgendwie wegleugnen. Ist nur die Frage, wie man damit umgeht und wie man das akzeptiert oder halt nicht akzeptiert. Ich bin eher fürs Akzeptieren, dass der Konflikt sich nicht darstellt. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, es gibt ein höherrangiges Ziel, was mit der Normenlehre verfolgt wird, und es ist die Gerechtigkeit. Also wenn man sich den Koran anschaut, über 50 Ayat, die immer wieder von Adl und der Gerechtigkeit sprechen. Und das zieht sich letztlich, wie gesagt, von Anbeginn bis zum Ende wird sich das durchziehen. Die koranischen Ayat, die werde ich jetzt nicht vorlesen, sondern können Sie dann sich anschauen. Wichtig ist nur bei dem ersten Zitat, man sieht, dass wahrlich, wir schicken unsere Gesandten, und das deutet darauf hin, sozusagen von Anbeginn war das immer, ging es um die Gerechtigkeit am Ende. Ja. Ich habe jetzt mal ein Zitat, was ich besonders für die Muslime prägnant finde. Das wird fast letztlich auf derselben Stufe wie mit dem Glauben an Gott gestellt. Das ist ein berühmter Gelehrter gewesen. Also die Bedeutung der Gerechtigkeit, wo sie zu verorten ist. Und deswegen ist sie auch letztlich als Prinzip über diesen fünf vorhin genannten Daruriyat, absolut zwingenden Notwendigkeiten, die man immer im Rahmen der Normenlehre mitzudenken hat und auch bei den
bei den rechtlichen Bestimmungen oder bei der Umsetzung der rechtlichen Bestimmungen mitdenken muss. Und hier zeigt sich letztlich, was für einen großen Stellenwert die Gerechtigkeit einzunehmen hat, unabhängig jetzt von den Koranversen, die das ja mehr als deutlich machen. Und jetzt komme ich erst zu der eigentlichen Frage, die wahrscheinlich viele interessiert, die Pflicht der Muslime zur Akzeptanz der Verfassung. Ich muss zugeben, es ist natürlich nicht einfach. Ich habe aber auch gleich gesagt, dass diejenigen, die sowieso mit dem Argument kommen und sagen, ich akzeptiere nichts außer die Gesetzgebung Gottes, Klammer auf, falsches Verständnis, Klammer zu, weil auch die Ableitung dessen, was wir jetzt hier vorhin auch gesehen haben, ist ja auch die Gesetzgebung Gottes. Das heißt, er beschränkt sich nur auf das Formale, was er irgendwie, also es ist praktisch so, als würde man ihnen sagen, also die Scharia ist jetzt hier in diesen 6 Blättern und das ist das Verständnis von Gottes Recht. Und wir haben gesehen, dass die Normenlehre ja sehr, sehr viel weiter ist und der rechtliche Bereich ist minimal im Verhältnis zu den ganzen Regelungen der Glaubensnormen und der Ethiknormen ist das ein minimaler Bereich. Bevor die Frage aber beantwortet wird, haben die Muslime eventuell eine Pflicht zur Akzeptanz der Verfassung, gibt es ein Grundproblem bei denjenigen, die das verneinen. Ich muss auch ganz klar sagen, das ist eigentlich eine Minderheit, genauso wie es, wir haben ja jetzt leider das traurige Beispiel mit den Reichsbürgern, die ja auch sagen, also der Staat, welcher Staat? Verfassung kenne ich nicht, ja, ich lebe noch in alten Zeiten. Und das Grundproblem ist bei diesen Leuten letztlich auch da. Also sie haben ein falsches Grundverständnis von Staat, von Staatlichkeit. Und das zieht sich dann auch ein bisschen in die Argumentation hinein und auch in die Denkweise. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, es wird schwer sein, solche Leute mit einer PowerPoint-Präsentation zu überzeugen. Das wird nicht funktionieren. Ist aber auch nicht dazu gedacht und ich bin auch kein Aufklärer. Die Fehlvorstellung ist letztlich zu sagen, islamisch, der Staat muss islamisch sein. Sie denken nur vom Recht her. Der Staat ist aber dann islamisch, wenn die Gerechtigkeit erfüllt ist, umgesetzt wird. Wird sie nicht umgesetzt, wird, das ist das, was wir zum Beispiel in Deutschland haben, das Sozialstaatsprinzip nicht sozusagen tagtäglich an die Menschen gebracht und dass sie ein Existenzminimum haben und so weiter, dann ist der Staat eben nicht islamisch. Kannst du so viele Normen und rechtliche kodifizierte Vorgaben machen, er bleibt nicht islamisch. Das ist ein anderer Maßstab und das ist das Grundproblem. Ein anderes ist natürlich, dass sie immer aus einem Rechtsverständnis von Rechtsgelehrten vergangener Tage nehmen. Die hatten eine Situation und ein Verständnis von einem Staat, von einer Regierung, von einer Herrschaft. Das war nur diese. Heute haben wir Nationalstaaten. Es gibt Landesgrenzen. Ich glaube, das fliegt mir hier weg. Es gibt Landesgrenzen. Es gibt völkerrechtliche Verträge, es gibt das Völkerrecht. Also das heißt, sie nehmen aus alten Büchern zu damaliger Zeit sicherlich vielleicht auch innovative Konzepte und versuchen das auf heute 2016 zu übertragen und sagen, ja, aber der hat doch gesagt und da steht doch und so. Und sie vergessen auch, es sind Rechtsmeinungen. Es ist nichts, was irgendwie für alle Zeiten in Blei gegossen ist, ja. Es sind Rechtsmeinungen und Rechtsmeinungen können richtig, falsch sein, sie können aber auch zeitlich sich einfach überholen. Also das muss man wissen, wenn man sozusagen die Argumentationsmuster dieser Leute dann sich anhören muss, dann muss man wissen, dass es dieses Grundverständnis fehlt oder die Bereitschaft, ein anderes Grundverständnis von Staat und Staatlichkeit zu haben. Und das zeigt sich insbesondere an der Tatsache, dass dann die Unterteilung in
Darul Islam, Darul Kufr, Darul Harb, also spricht das Haus der Muslime, also der Staat der Muslime und der Staat der Nichtmuslime oder des Krieges oder was auch immer. Diese Unterteilung ist eine alte Unterteilung, die aber teilweise immer noch so gesehen wird. Und deswegen sagen sie, ich akzeptiere dann das europäische Recht nicht, den europäischen Staat nicht. Ja. Wie gesagt, das hatte ich schon gesagt, dass das letztlich nur eine historische Kategorisierung durch Gelehrte ist, aber es gibt keinen Rechtstext, der sagt, es gibt einen islamischen Staat und einen nicht-islamischen Staat, sondern die Prinzipien, die wir vorhin gesehen haben, sie machen einen Staat islamisch oder nicht-islamisch. Und wenn man das letztlich messen wollte an den Sozialstandards, dann ist zum Beispiel Deutschland sehr, sehr viel islamischer als alle anderen muslimisch geprägten Länder zusammen. Ja? Das muss man einfach so sehen. Oder wenn wir uns jetzt nur das Beispiel, komme ich wahrscheinlich später nochmal dazu, das Beispiel Umgang mit Flüchtlingen anschauen. Wenn man das sich anschaut und sich fragt, welcher Staat ist denn nun islamischer, welcher ist humaner gewesen und hat Menschen aufgenommen, hat sie versorgt, natürlich mit den Schwierigkeiten, die wir alle kennen, es waren nicht Saudi-Arabien in dem Maße oder andere Staaten, die als vermeintlich islamisch gelten. Aber selbst wenn man nach der historischen Betrachtung das machen wollte, also sprich die alten Texte sich anschaut, es gibt einen früheren Gelehrten, Al-Mawardi, selbst er hat in so ein Standardwerk sozusagen der Regierungsführung, hat die Qualifizierung, ob ein Staat islamisch ist oder nicht, daran gemessen, ob Sicherheit für das Leben, für die Familie, für die Religion und für das Eigentum gewährleistet ist. Ist das gewährleistet, ist es ein islamischer Staat für ihn. Also selbst nach altem Verständnis ist das so. Was auch vielleicht erwähnenswert ist, dass diese Unterteilung in, das ist jetzt ein muslimischer Staat und das ist kein muslimischer Staat, ist ehrlich gesagt auch aufgrund der koranischen Vorgaben und des koranischen Verständnisses nicht ganz richtig. Weil letztlich fordert Gott die Menschen auf der Erde sich zu bewegen, wenn es irgendwo nicht passt, auf gut Deutsch, ja, und er sagt, das ist alles Gottes Erde. Also das heißt, es gibt nicht sozusagen, das ist jetzt der Part, wo Gott sich befindet und der andere nicht, und es ist überall. Und zeitgenössische Gelehrte haben letztlich aus diesen Koranversen abgeleitet, dass allein relevant ist, ob der Muslim in dem Staat, in dem er lebt, seine gottesdienstlichen Handlungen vornehmen kann oder nicht. Beten, fasten. Ja? Wenn ihm das gewährleistet ist, dass er das ausführen kann, dann darf er leben, wo er will. Das ist schon mal als Grundlage dafür zu sagen, es ist ein nicht muslimisches Land und ich kann hier leben. Und jetzt schließt sich dann die Frage an, inwieweit dann die Akzeptanz sozusagen der Verfassung sich da islamisch begründen lässt oder auch nicht. Ich habe das versucht und es ist auch jetzt nicht mein Verdienst, sondern das ist, haben andere geschrieben und ich habe es abgepinselt. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip im Islam, ist die Vertragstreue. Verträge sind einzuhalten. Wurde übrigens auch in das europäische Recht übernommen als Prinzip. Es ist ein allgemeingültiges Prinzip. Das heißt, es ist nicht nur im Handelsrecht so oder nur zwischen Muslimen so, sondern es ist ein allgemeingültiges Prinzip, dass Verträge, die man geschlossen hat, einzuhalten sind. Und das ist meines Erachtens auch die richtige Grundlage, um zu gucken, warum die Muslime, die in Europa leben oder in anderen nicht muslimisch geprägten Ländern, verpflichtet sein sollten und sind, die jeweilige Verfassung zu achten. Sofern, das hatten wir gesagt, die gottesdienstlichen Handlungen
ermöglicht werden. Und es werden sie überall. Mit kleineren Einschränkungen natürlich, aber das tut nichts zur Sache auf gut Deutsch. Also nur weil ich jetzt irgendwie, weil der Arbeitgeber sagt, also du kannst jetzt nicht irgendwie deine Tarawih-Gebete bei mir jetzt in der Nachtschicht verrichten, heißt das nicht, dass die gottesdienstlichen Handlungen nicht erlaubt sind, sondern es geht um allgemein, prinzipiell erlaubt und möglich. Es kann individuell natürlich zu Konflikten kommen, wenn von 4 Millionen dann halt ein paar hundert Probleme haben, aber in der Relation ist es allgemein erlaubt und möglich, die gottesdienstlichen Handlungen zu vollführen. Auch hier habe ich natürlich die entsprechenden koranischen Verse, es gibt noch ein paar andere, aufgeführt. Und da, die sind sehr, sehr knallhart auf gut Deutsch, dass Verträge einzuhalten sind, egal mit wem, egal wie. Und das zeigt sich an einer Begebenheit ganz, ganz besonders und ganz deutlich. Die Muslime werden das wissen. Es gab den Friedenspakt von Hudaybiyah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war in kriegerischer Auseinandersetzung mit den Quraysh aus Mekka, die ihn ja aus seiner Heimatstadt vertrieben hatten. Und es kam dann zu einem Friedensschluss. Der Friedensvertrag beinhaltete unfaire Konditionen zulasten des Propheten. Und zwar war vereinbart, dass wenn Leute aus Mekka zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geflohen sind und sich ihm anschließen wollten, er musste sie zurückschicken. Er musste sie zurückschicken. Umgekehrt aber nicht. Ja? Und obwohl der Vertrag total unfair war, die Gefährten gekocht haben auf gut Deutsch, und es ging sogar so weit, dass sie ihm nicht Folge leisten wollten, als es um bestimmte rituelle Handlungen ging bei der Hajj. Ja? Also um so ein Bild zu haben, wie weit es ging. Obwohl es so war, hat der Prophet diesen Vertrag eingehalten. Und zwar sozusagen gleich von Anfang an. Denn der Vertrag war nicht einmal komplett unterschrieben oder geschrieben, als der Sohn des Hauptvertragsunterhändlers zu ihm geflohen ist und er musste ihn zurückschicken. Er hat gesagt, ich habe einen Vertrag, es gibt eine Vereinbarung, die zwar noch nicht ganz, sozusagen die Tinte ist noch nicht ganz trocken, aber das muss eingehalten werden. Und hier zeigt sich, es ging ja hier nicht nur um irgendetwas, sondern es ging erstens um ein Menschenleben, das heißt, er war in Gefahr eventuell, wenn er zurückgeschickt wird. Und es war ja jemand, der geflohen ist, um sich seiner Religion anzuschließen, des Islams. Das heißt, hier ist auch nochmal sowohl das Rechtsgut Leben als auch das Rechtsgut Religion betroffen. Und nichtsdestotrotz ist die Vertragstreue so immanent wichtig, dass sie Vorrang hatte und hat. Jetzt habe ich alles schon erzählt. Was folgt jetzt aus dieser Vertragstreue? Also natürlich haben ja die Muslime, die in Deutschland leben, jetzt nicht alle für 4 Millionen irgendwie beim Bundesinnenminister einen Vertrag unterschrieben oder bei der Frau Merkel oder wo auch immer. Aber man kann das schon kategorisieren und sagen, also die Menschen, die hier in Deutschland leben, das ist ja die Mehrheitsgesellschaft. Es gibt einen Konsens, es muss ja nicht immer alles geschrieben sein, es gibt einen Konsens, wie diese Mehrheit leben möchte. Und dieser Konsens, auch diese Menschen haben übrigens das Grundgesetz ja nicht mit unterzeichnet, aber dieser Konsens ist getragen von der deutschen Bevölkerung, dass sie nach dem deutschen Grundgesetz leben. Das ist Konsens. Es gibt zwar die Möglichkeit in der Verfassung, dass das Volk sich eine andere Verfassung geben kann, aber dadurch, dass sie das nicht gemacht haben, ist das Konsens. Und das ist sozusagen die Grundlage, in der der Muslim eintritt und sich der Mehrheit anschließt, des Konsenses, und so diesem Vertrags, also diesen unsichtbaren Vertrag der Mehrheitsbevölkerung anschließt. Das heißt in der Konsequenz, dass der Muslim die Verträge,
die er, und das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, wie gesagt, das ist jetzt nicht auf meinen klugen Gedanken gewachsen, sondern das haben viele andere schon vorher geschrieben. Aber ich fand den Aspekt nochmal ganz wichtig, dass auch unter den Muslimen ist ja der Konsens, dass sie hier unter dem Grundgesetz leben wollen. Das heißt, derjenige, der sagt, also ich möchte mich da rausklinken, der klingt sich aus zwei Ebenen heraus. Also aus dem vertraglichen Konsens der Mehrheitsgesellschaft, der, ich nenne es jetzt mal so, um es zu differenzieren, der Nicht-Muslime, aber auch aus dem Gesamtkonsens und der vertraglichen Grundlage der Muslime, die genauso das Grundgesetz akzeptiert haben. Das heißt, es ist letztlich ein doppelter Vertragsverstoß, wenn man so will. Aber es geht nicht nur darum, dass man natürlich einen Vertrag schließt, sondern man muss auch ihn loyal leben. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat es bei dem Friedenspakt von Hudaybiyah eindrücklich bewiesen. Und diejenigen, die das sozusagen nicht wahrhaben wollen und das nicht akzeptieren und sagen, da ist ja nichts, die sollten sich da tatsächlich nochmal die Begebenheit anschauen, weil, wie wir ja wissen, ist die Sunna ja auch normsetzend, also die Handlungsweise des Propheten. Und das zeigt sich da ganz deutlich. Also wir haben die koranischen Verse, wir haben die Handlungen des Propheten und der Prophet hat auch nochmal ganz deutlich gesagt, dass wenn man Verträge einschließt, dann muss man sie halten, weil man Verträge nicht verrät. Also wir sind keine Verräter im Sinne von Verträge brechen. Ja? Und insofern gehört das noch als zweite Ebene dazu. Man kann das natürlich auch auf einer anderen, eher nüchternen Ebene sich anschauen. Also natürlich diejenigen, die hier leben und einen legalen Aufenthalt haben, die akzeptieren konkludent, dass sie sich dieser Mehrheitsgesellschaft anschließen mit ihrem Konsens, mit ihrem vertraglichen Konsens. Und das kann man auf mehreren Ebenen machen. Also natürlich diejenigen, die dazukommen, die kriegen einen Aufenthaltstitel. Das ist die Akzeptanz, dass man hier das so, wie die Mehrheit das macht, akzeptiert. Oder wenn man als Nicht-Deutscher die Staatsangehörigkeit beantragt und dann Deutscher wird, ist es genauso. Ja? Damit akzeptiert man diesen Konsens. Und etwas aus der europäischen Rechtsphilosophie ist, es gibt, und deswegen ist es auch nicht so einfach im luftleeren Raum, es gibt etwas, was Gesellschaftsvertrag genannt wird in der Rechtsphilosophie. Auch die unabhängig von den Muslimen ist es ja auch so, dass die Menschen, die in einem Staat leben, ja irgendwie mit dem Staat einen Pakt schließen. Es erfolgt nicht, indem man was unterschreibt, sondern es geht um einen Gesellschaftsvertrag. Der Staat sagt, du gibst mir deine Macht ab, wenn dich jemand schlägt, dass ich das verfolge für dich. Ja? Dafür gewährleiste ich dir aber auch, dass, wenn es jemand macht, dass ich ihn verfolge. Dafür werde ich eine Polizei haben, dafür werde ich Gerichte haben, die kümmern sich dann drum. Das ist der Gesellschaftsvertrag. Ja? Das heißt, man ist in einer Beziehung sozusagen mit dem Staat aufgrund dieser Vereinbarung. Übrigens, das ist vielleicht noch weiter zu erwähnen, du musst mir sagen, wenn ich Schluss machen muss, ich glaube, ich habe schon überzogen, die Leute wollen noch Kuchen haben. Es gibt noch auch einen weiteren Aspekt, der das letztlich so sehr stark belegt ist, als der Prophet mit den Juden von jetzt ist mir das entfallen, der Benny, nein, auf, glaube ich. Letztlich, als in Medina der Staat sozusagen sich formierte, hat der Prophet einen Pakt geschlossen oder eine Verfassung, man kann es nennen, wie man es will, jedenfalls einen Vertrag, in dem klipp und klar drin stand, dass die Juden Teil der Gesellschaft sind. Das heißt, hier war eine Mehrheitsgesellschaft und die Juden waren, glaube ich, dann in dem Fall eine Minderheitsgesellschaft und sie waren Teil der Gesellschaft. Sie wurden ausdrücklich als Teil der Gesellschaft mit dem Zusatz,
den Juden ihre Religion, den Muslimen ihre Religion. Und das ist auch nochmal ein starkes Indiz dafür, dass das Zusammenleben auf einer gemeinsamen Grundlage möglich ist, beziehungsweise auch einen historischen Kontext hat. Ein weiteres Beispiel ist auch ein sehr unter den Muslimen bekannte Begebenheit ist, bevor der Prophet nach Medina als prägende Auswanderung gegangen ist, gab es eine kleinere Gruppe, die davor schon nicht nach Medina, sondern in ein christliches Land nach Abessinien, heutiges Äthiopien, ausgewandert ist. Und hier zeigt sich nochmal die Korrelation zwischen dem, was wir vorhin gesagt haben, mit der Gerechtigkeit als das Maß der Dinge und den Orientierungsmaßstab und dem, was der Prophet gesagt hat. Er hat die Leute, also diese Gruppe hat er losgeschickt mit den Worten, geht zu dem König in Abessinien, er ist ein gerechter König, dort wird euch kein Unrecht zuteil. Er hat nicht gesagt, geht zu ihm, weil er Anhänger der Buchreligion ist, die ja im Islam eine besondere Stellung hat, also das Christentum, sondern er hat gesagt, weil er gerecht ist. Er kann Muslim sein und ungerecht sein, er kann Christ sein und ungerecht sein, aber in dem Fall war es prägend, weil er gerecht ist. Und die Muslime sind hingegangen, haben sich dort niedergelassen, sind Teil der Gesellschaft geworden und also diejenigen, die vielleicht dann als Gegenargument bringen könnten und sagen könnten, naja, Moment mal, aber nachdem Medina dann sozusagen als Staat aufgebaut war, sind sie doch bestimmt wieder zurück. Nein, 7 Jahre sind sie noch dort verblieben. Und der Leader sozusagen, der Gruppe, Jafar, 3 seiner Kinder sind dort geboren. Und es gibt noch eine weitere Begebenheit, die Loyalität und die Vertragstreue, die wir vorhin benannt haben, also die Vertragstreue im formalen Sinne, aber auch sozusagen das mit Inhalt zu füllen, wird hier sehr deutlich. Es gab eine Begebenheit, als der König sozusagen von seinem Neffen herausgefordert wurde, um es mal nett auszudrücken, also sprich, es gab einen Aufstand. Und die Muslime haben gesagt, wir wollen auf deiner Seite kämpfen. Wurde dann zwar abgelehnt. Und noch etwas weitergehender wird berichtet, dass die Muslime Bittgebete in der Nacht gesprochen haben, dass der König obsiegt in dieser Auseinandersetzung. Und sie haben sich gefreut, als das der Fall war. Das heißt, hier zeigt sich, dass es über dem formalen, ja okay, wir gehören jetzt dazu, hinausgeht. Es ist nicht nur die Staatsangehörigkeit zu haben oder das Visum für als Niederlassungserlaubnis. Und diese Situation kann man ein bisschen vergleichen, ist aber jetzt nicht so jetzt das, was uns stark interessiert, sondern von der Herleitung her ist eigentlich die vertragliche Komponente sehr wichtig und die Vertragstreue. Aber man kann das eigentlich 1:1 übertragen. Muslime in einem christlichen Land ist ja dieselbe Situation. Minderheit, Mehrheit. Sie wurden sesshaft, sie haben sich an der Gesellschaft beteiligt, sie haben sich integriert. Sie waren Teil der Gesellschaft. Ja? Und auch hier war es zum Beispiel so, dass als sie ankamen, wurden die Gemeinsamkeiten betont und nicht die Unterschiede. Es wurde nicht gesagt, also bei euch ist ja so, da ist ja die Dreifaltigkeit, das haben wir nicht. Nein, es wurde die Gemeinsamkeit. Es wurde gesagt, welche Stellenwert Maria bei den Muslimen hat, welche ethischen Vorstellungen, die Muslime dann angenommen haben, die Gemeinsamkeiten. Und das war das Prägende, was sozusagen dann auch den König dazu verleiten lassen, sie dann aufzunehmen und dort voll zu integrieren. Das hatte ich auch schon gesagt. So, was folgt jetzt daraus und welche Konsequenzen kann man ziehen? Man kann sie so oder so ziehen. Also die das verneinen, können sie so ziehen und die das bejahen, können sie natürlich in die andere Richtung ziehen. Was passiert, wenn aus islamischer Sicht die Muslime das Grundgesetz und das Grundgesetz ist ja nur sozusagen on top daraus
resultieren ja die Gesetze. Da ist ja geregelt, wer die Gesetze erlassen darf, in welchem Format, also ob es jetzt Bund oder Länder sind, als Rechtsverordnung oder als Gesetz und so weiter und so fort. Das heißt, mit der Akzeptanz des Grundgesetzes ist ja auch alles andere so ein Stück weit verbunden. Was passiert denn, wenn die Menschen oder die Muslime oder ein kleiner, winziger Teil der Muslime das verneint und sagt, nö, möchte ich nicht. Grundgesetz, Menschenwerk möchte ich nicht. Da muss man sich dann die Frage stellen, was wir vorhin, diese Rechtsgüter und die Gerechtigkeit, nochmal jetzt wieder in Erinnerung rufen. Was passiert? Erfüllen Sie dann aus islamischer Sicht diese Prinzipien oder nicht? Die Vorgaben der Regelung, also die, wenn wir sagen, die Normlehre möchte ja eigentlich regeln, dass die Beziehung zu den Menschen geordnet werden, geregelt, sodass alles für alle zufriedenstellend verläuft, wird nicht erfüllt. Diese Ebene bleibt sozusagen leer. Das heißt, die Normlehre ist dann unvollständig umgesetzt. Es wird Chaos entstehen. Einfaches Beispiel, wenn jetzt wirklich tatsächlich diejenigen, die sagen, also Grundgesetz möchte ich nicht akzeptieren, auf die Idee kommen und sagen, gut, rote Ampel interessiert mich nicht. Ja, jeder fährt, wie er will. Und das ist absolut gegen den Islam. Also Unheilstiften ist einer der schlimmsten Sachen, die man so machen kann. Und das wäre ja das. Also insofern handeln sie absolut unislamisch, wenn sie sagen, ich akzeptiere das nicht. Und wenn man das komplett zu Ende denken würde, Gott bewahre, ja. Aber das wäre das. Und die Gerechtigkeit und der damit zusammenhängende gesellschaftliche Frieden wären erst recht nicht erfüllbar, ja. Wenn, jetzt machen wir mal den Teufel an die Wand, wenn wir 4 Millionen Muslime sagen würden, Gott sei Dank ist das nicht der Fall, wir machen unser eigenes Ding, ja. Also dann glaube ich meine, es passiert ja schon so vieles, ohne dass die absolute Mehrheit sagt, also das Grundgesetz akzeptieren wir nicht, die Gesetze wollen wir nicht und so weiter, passiert ja das, was passiert. Mal vorgestellt, was passieren würde, wenn das nicht nur eine Handvoll und ein paar, die das so strikt haben wollen, ich weiß nicht. Und jetzt die andere Frage, wenn wir das Grundgesetz akzeptieren, erfüllen wir die Zwecke, die wir vorhin genannt haben, aus islamischer Sicht? Mehr oder weniger? Ich bin der Auffassung mehr. Und ich hatte vorhin das Beispiel mit den Flüchtlingen gebracht. Die gottesdienstlichen Handlungen sind gewährleistet. Also diese Ebene mit den Glaubensnormen ist absolut gewährleistet. Wir sitzen hier in der Moschee. Natürlich, wie gesagt, gibt es Auseinandersetzungen, aber die gibt es auch unter Nichtmuslimen. Also wenn jetzt irgendwie der Nachbar zu nah baut, dann gibt es auch Streit. Ja? Das meine ich nicht. Aber prinzipiell dürfen die Muslime hier Religion in Freiheit ausüben. Punkt. Also ist schon mal eine Ebene, die für uns Muslime sehr wichtig ist, komplett erfüllt. Sicherheit für die Rechtsgüter. Wir hatten vorhin gesagt, also A, dass die gottesdienstlichen Handlungen durchführbar sein können. Hatten wir gesagt, das ist okay. Sicherheit für die Rechtsgüter, das heißt mein Leben, meine Familie, mein Eigentum. Es kommt keiner und sagt hier, das nehme ich jetzt mal an mich, wird konfisziert. Passiert alles nicht. Das heißt, auch auf der Ebene ist das geregelt. Soziale Gerechtigkeit. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet darüber und sagt, Hartz-IV-Sätze müssen angehoben werden. Ich möchte mal die Staaten sehen, wo Flüchtlinge Ausländer in dieser Art und Weise in einem Sozialstaat leben, wie es in Deutschland möglich ist. Und ich meine jetzt damit die muslimisch geprägten Länder. In Saudi-Arabien zum Beispiel ist es so, man kann da 30 Jahre leben. Das ist jetzt nur übertragen, ich weiß es nicht positiv. Man kriegt nur ein Jahr Verlängerung als Visum. In Katar ist es auch gang und gäbe, dass der Aufenthalt an einem Job gekoppelt ist. Ist der Job weg, ist er auch weg, ja.
Ich will jetzt nicht irgendwie der Politik, die da natürlich immer noch Nachholbedarf in bestimmten Punkten hat, auf die Schulter klopfen, sondern das bezieht sich auf die Verfassung. Das sind ja Vorgaben der Verfassung. Wenn es nach Schäuble ginge, würde er natürlich auch die Sätze nach unten setzen für die Flüchtlinge und nicht nach oben. Aber es geht hier darum, dass die Verfassung eine soziale Gerechtigkeit, nicht absolut, gibt es nicht, eine relative Gerechtigkeit gewährleistet für alle. Das ist egal, ob es ein Flüchtling ist oder nicht und so. Natürlich gibt es Verschiebungen hier und dort, aber die sind nicht sozusagen systemimmanent im Sinne der Verfassung, sondern sie sind eventuell in der Gesellschaft oder ja, in den Behörden und so weiter. Also wir sehen die, und das letztlich ist das auch die Beantwortung der Frage, sind die Muslime verpflichtet, die Verfassung zu akzeptieren? Sie sind es immer dann, egal welche Verfassung es ist und egal wo, immer dann, wenn die gottesdienstlichen Handlungen realisierbar sind, sie können sie leben und wenn das Prinzip der Gerechtigkeit relativ umgesetzt wird, dann sind sie verpflichtet, islamisch gesehen, selbst wenn es die weltliche Verfassung gar nicht vorsieht, sind sie verpflichtet, diese Verfassung zu akzeptieren, nach ihr zu leben und über den formalen Akzeptieren sozusagen daran mitzuarbeiten. Ich glaube, ich sollte jetzt lieber Schluss machen. Den anderen Punkt mit der Demokratie lassen wir weg, vielleicht fürs nächste Mal. Und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Said, für deinen informativen Vortrag. Wir haben jetzt... Ach, eins muss ich doch noch, Entschuldigung. Das muss ich mal zeigen, und zwar... diejenigen, die immer sagen, also die Scharia wird jetzt eingeführt und unser Grundgesetz, Menschenskinder, die haben keine Ahnung vom Grundgesetz. Also in Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes steht klipp und klar drin, macht was ihr wollt, aber diese Sachen werden nicht geändert. Also das, was in die Staatsprinzipien und was in Artikel 1 und 20, wo der Rechtsstaat und so weiter geregelt ist, niedergelegt ist, eins ist die Menschenwürde, es passiert nicht, ja. Also denen sollte man vielleicht auch mal das Grundgesetz ein bisschen näher bringen und auch sagen, entspannt euch mal. Und ja, die Verfassung ist schon so gut, dass ihr euch nicht so stark Sorgen machen müsst. Okay, jetzt bin ich aber wirklich am Ende. Vielen Dank noch.